Hey, Johannes hier von newgadgets.de und das hier ist das neue HTC One Mini 2. Das ist der kleine Bruder des HTC One M8, das ja vor einigen Wochen vorgestellt wurde. Kleinere Version, ihr seht 4,5 Zoll Display mit HD-Auflösung, also 27p. Als Prozessor haben wir hier einen Qualcomm Snapdragon 400 Quad-Core, 1 GB RAM. Und der Speicher für den Benutzer kann hier mittels Micro-SD-Karten diese erweitert werden. Hier auf der anderen Seite könnt ihr dann eure SIM-Karte einsetzen. Wir haben hier die Lautstärke-Taste, hier oben den Power-Button und den Kopfhöreranschluss und unten den Micro-USB-Port. Über dem Display die Frontkamera, auf der Rückseite keine Ultrapixel-Kamera wie beim M8, sondern eine 13-Megapixel-Kamera mit Fotolicht. Es fehlt auch die obere Kamera, die Entfernung misst. Die wurde eben bei der Mini-Version weggelassen, aber ihr seht, wir haben hier trotzdem ein Metallgehäuse wie beim M8. Das Ganze wird in diesem Gunmetal und in Silber auf den Markt kommen, bald vielleicht auch in Gold. Für die goldene Version schaut ihr einfach auf meiner Seite vorbei, da gibt es schon einen Link unten in der Videobeschreibung. Wem das HTC One M8 zu groß ist, der sollte sich auf jeden Fall das One Mini 2 anschauen, denn das liegt wirklich gut in der Hand, ist schön klein mit 4,5 Zoll und bietet trotzdem die gute Verarbeitung und das Metallgehäuse vom One M8. Falls ihr Fragen zu diesem Gerät habt, dann stellt sie einfach unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie so schnell wie möglich zu beantworten. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ab Juni ist das soweit, dann kommt es in Deutschland in den Handel. Sobald es soweit ist, gibt es dann unten in der Videobeschreibung auch einen entsprechenden Link mit der Verfügbarkeit und dem aktuellen Preis dieses Smartphones. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.